SeaQuest war einer dieser Serien, die immer neben Xena und Herkules auf RTL samstagnachmittags lief. Ich war ehrlich gesagt nie ein großer Fan der Serie, aber mir gefiel einfach diese Prämisse, statt im Weltraum das Ganze in unseren Meeren zu machen. Die sind schließlich ebenso zu großen Teilen noch unerforscht und bergen so einige Geheimnisse. Die Serie wurde auf Nintendos grauen Handheld auch umgesetzt. Kann sie dort abliefern oder erwartet uns hier einer dieser lieblosen Lizenzversoftungen? Was taugt SeaQuest DSV für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Unexpected Development entwickelt und von Malibu bei uns 1995 veröffentlicht. Die USA bekamen das Spiel ein Jahr früher und Japan ging dabei leer aus. Hier erwartet euch zum Glück keine lieblose Lizenzversoftung, sondern ein, naja, ehrlich gesagt tue ich mich jetzt etwas schwer, das Spiel in ein bestimmtes Genre einzusortieren, da sich eigentlich jedes Level irgendwie etwas anders spielt. Gemein ist jedoch immer, dass ihr ein gewisses Maß an Geschick und Timing benötigt. Was heißt das denn jetzt genau, fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich. In der Regel werdet ihr immer in ein Gebiet abgesetzt und müsst dort bestimmte Sachen einsammeln oder zerstören. Soweit haben die Abschnitte also gemein, jedoch das Wie, das wird variiert. Im ersten Level navigiert ihr zum Beispiel den großen SeaQuest unter Wasser. Dabei müsst ihr allerlei Fieslinge und ihren Torpedos ausweichen bzw. bekämpfen. Ihr könnt nämlich auch selbst Torpedos verschießen, was den Abschnitt aber nicht unbedingt zu einem Actionspiel macht. Mit einem Sonar sucht ihr eine bestimmte Stelle und es geht weiter. Später navigiert ihr dann mit einem kleineren Gefährt durch Tunnelsysteme unter Wasser und müsst dort teilweise sogar das schützende Gefährt verlassen, um Sachen einzusammeln. Später wird in die SeaQuest geändert und ihr seid schließlich sogar in einem reinen Plattformer unterwegs und müsst Bomben entschärfen. Ihr merkt also, so einfach ist das Spielprinzip nicht zusammenzufassen. Okay, dann kommen wir zu einem Elefanten im Raum. Wenn das Spiel so auf mehrere Pferde setzt, kommt es ja auch oft vor, dass keines der Pferde wirklich gut rennen kann. Und das ist hier etwas eingeschränkt leider so. Keines der Teilbereiche ist perfekt und vor allem der Plattformer-Teil steuert sich irgendwie etwas komisch, ist aber trotzdem solide umgesetzt worden. Das heißt, jetzt ist alles gut spielbar, ohne jedoch wirklich große Spieleklasse zu erreichen. Es gibt überall kleine Schwächen, wie dass ihr Gefahren nicht rechtzeitig erkennen könnt und so gefühlt unfair Leben verliert und so weiter. Aber das ist in meinen Augen auch in Ordnung, dass es eben diese große Abwechslung gibt. Sogar Puzzle-Minispiele sind dabei. Erwartet nur in den Bereichen eben kein super Shoot'em-up und so weiter. Die Level werden dabei immer mit ordentlichen Text in Szene gesetzt und das ist mit dem Blick auf die Vorlage auch sehr stimmig. Fühlt euch einfach von Einsatzort zu Einsatzort geschickt. Ein Passwort oder gar Speichersystem gibt es dabei übrigens leider nicht. Das ist sehr schade, da es später auch schon mal recht frustig werden kann und ihr pixelgenau navigieren müsst. Die Grafik ist durchaus im oberen Mittelmaß anzusiedeln. Sie bricht jetzt keine Rekorde, hat aber einen abwechslungsreichen Stil. Nur wird es hier leider teilweise dann doch zu krümelig, was auf dem kleinen Display natürlich nicht gerade die beste Entscheidung ist. Der Sound ist analog zu betrachten. Er passt, aber bleibt jetzt auch nicht länger im Kopf. Was taugt SeaQuest DSV für den Gameboy also heute noch? Das Spiel ist in meinen Augen okay. Ich mag die Abwechslung sehr und da ist in meinen Augen auch zu verschmerzen, dass es jetzt kein Teilabschnitt perfekt umgesetzt wurde. Wenn ihr Fans der Serie seid, könnt ihr hier auf jeden Fall mal reinschauen. Ich würde das Spiel so im soliden Mittelmaß ansiedeln. Kann man spielen, muss man aber nicht. Für eine Lizenzversoftung hätte es durchaus schlimmer sein können. Das war der Test zu SeaQuest DSV für den Gameboy. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr fantastischen Menschen. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar und ein Like dalassen. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.